Oh, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ja gut, habe ich mir nur dran gehängt. Sorry. Wunderschöne Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns im Garten, sehr unschwer zu erkennen. Zwei Menschen sind hier gerade am Ackern, beziehungsweise momentan nur eine Person. Wir haben heute was ganz Besonderes vor, denn jetzt, wo das Geschlecht des Babys schon nicht wirklich bekannt ist für uns, aber in diesem Umschlag ja schon jetzt an Samantha weitergegeben wurde, wird es an der Zeit, dass wir diesen Garten auf Vordermann bringen. Für all die Leute, die selbst so ein Pavillon irgendwo im Garten oder so ein kleines Häuschen, Gartenhaus oder was auch immer irgendwo im Garten stehen haben, weiß, durch Witterung geht so ein Teerdach irgendwann mal kaputt. Wir müssen das jetzt natürlich heil machen und ja, das ist unser heutiger Job. Let's go! Brauche ich mal ein paar Nägel. Nägel? Ja. Ah. Sehr sexy Pose, El Papos. Man sieht schon, wie sehr es sich durchbiegt. Das ist auch der Grund, weswegen wir jetzt gerade nicht zu zweit oben drauf sind. Die Platte wird richtig nachgeben. Unsere Hinterlassenschaften. Wir haben jetzt hier mal Pi mal Augendaumen das Ding hier auseinandergenommen. Die Reste abgeschnitten. Ja, ist jetzt nicht ganz gerade, aber Augenmaß finde ich das eigentlich schon ziemlich gut. Jetzt kommen die letzten Nägel oben noch rein. Zur Befestigung hier auf der äußersten Seite. Es sind noch ein paar kleine Wellen drin. Das wird sich nachher ausgleichen. Sobald wir einmal wieder den norddeutschen Sommer hier kassieren mit 45 Grad, dann schmilzt sich das an die Dachoberfläche fest. Und ein paar Post, was denkst du? Werden hier rosa oder hellblaue Luftballons hochsteigen demnächst? Sag ich erst nächste Woche. Oh, ich bin so aufgeregt. Was macht man, wenn so ein Nagel runterfällt? Bevor wir dann auf der Reveal-Party alle barfuß hier rumlaufen und der Erste direkt so einen Nagel kassiert, dann lieber finden, ne? Oder schreib mal in die Kommentare, würdet ihr den Nagel jetzt hier irgendwo liegen lassen? Zeit sparen? Oder lieber suchen? Auf Safety? Liegen lassen! Liegen lassen? Aber was ist, wenn du da reintrittst? Mach ich nicht. Du hast mal deine Schutzschuhe an. Oh! Perfekt! It's a wrap! Letzte Schraubski, hätte ich was gesagt. Letzter Nagel versenkt. Hast du gut gemacht, Herr Papos. Ich habe ja nicht so viel dazu beigetragen. Ich war ja nur nagelreichender Praktikant. Lass mal, Herr Papos, das jetzt hier nochmal im Detail fertig machen. Schauen wir doch mal, was am Bibo gerade treibt. Hallo Leute, heute ist Freitagmorgen und es ist Zeit, einmal ins Sanitätshaus zu laufen. Ich habe mir ein Rezept von der Frauenärztin besorgt, um endlich Kompressionsstrümpfe zu tragen. Ich hatte ja mal welche, ich hatte an meinem Beckenbein eine Krampfader-OP und dann habe ich welche verschrieben bekommen, aber letzten Endes beim Umzug keine Ahnung, wo die sind. Ich mochte nie die Dinge. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben an alle Frauen, schwangeren Muddis da draußen oder whatever, keine Ahnung, Thrombose-Gefährdeten. Tragt ihr auch Kompressionsstrümpfe? Gibt es irgendwelche Tipps, wie man Kompressionsstrümpfe gerne trägt? Ich kann ja mal zeigen. Ich habe nämlich hier schon voll die fette Krampfader gekriegt. Aber hier, schön der Kamerad rausgekommen. Oha. Angenehm. Umi-Bein. Aber was nimmt man nicht alles in Kauf für das Baby? Von daher. Irgendwo auch meine eigene Schuld. Ich hätte früher Kompressionsstrümpfe tragen müssen oder ich hätte irgendwas machen müssen, aber es ist ja auch genetisch bedingt. Meine Oma hatte das, meine Mutti hatte das und it is what it is. Prost. So, Kompressionsstrümpfe sind bestellt, Freunde. Leider muss ich jetzt eine Woche warten. Und da wir in 3 Tagen verreisen, müssen wir die wohl danach abholen. Wir verreisen in 3 Tagen? Ja, das tun wir! Baby? Ihr könnt ja mal raten, wohin es geht. Wir verraten noch nichts. Aber ihr werdet es natürlich in den nächsten Vlogs sehen. Schade, dass ich die Kompressionsstrümpfe nicht davor bekomme, denn ich kann ja eins verraten, es wird eine längere Autofahrt sein. Und da wäre das natürlich ganz nice. Übrigens, bei der Messung ist rausgekommen, dass mein linkes Bein 2 cm breiter ist
als mein rechtes. Also nicht hier oben. Also eine 2 cm mehr Umfang hat. Genau, 2 cm mehr Umfang. Und das finde ich schon beachtlich, wenn du überlegst, 2 cm. Beachtlich ist, ja, klingt fast so, als würdest du das als positiv empfinden. Das ist halt schon... Muskeln. wahrscheinlich. Jedenfalls ist es in der Tat an der Zeit, dass diese Kompressionsströme kommen, damit du dem entgegenwirkst. Ja, dat mut, ne? Ey, was ich jetzt tatsächlich krass fand, also das kann man hier vielleicht auch einfach mal erzählen, ist der Unterschied zwischen normalen Kassenpatienten und Privatkassenpatienten. Ja, Freunde, denn als gesetzlich versichert, als Kassenpatient, bekommt man halt so eine... billigen Kompressionsstrumpf, außer man bezahlt das natürlich aus eigener Tasche, genau, aber die Versicherung übernimmt das nicht. Und als Privatkassenpatient bekomme ich halt echt so einen super tollen Atmungsaktiven schönen Stoff so. Und das ist halt auch oben mit so einer schönen Spitze und sowas. Ich kann mir eine Farbe aussuchen, das ist schon heftig. Welche Farbe hast du gewählt? Ich habe Hautfarben, genau, so richtig billig. Aber ich dachte so, gerade ja wenn ich ein Kleid anziehe oder so, ich brauche jetzt keine blauen Strümpfe für dich. Aber jetzt müssen wir auch eine andere Sache erledigen. Wir waren ganz kurz frühstücken und jetzt geht es einmal zum Zahnarzt. Denn apropos gesetzlich und privat versichert, willst du mal erzählen? Tatsächlich beim Zahnarzt wurden wir wahrscheinlich ein bisschen über den Tisch gezogen. Definitiv. Ja? Volle Granate, Freunde. Also wir haben eine Rechnung erhalten, nachdem wir eine... professionelle Zahnreinigungen gemacht haben, wir beide zusammen, haben eine Gesamtrechnung von 1.400 Euro erhalten. Also wir zusammen, also pro Kopf 750 Euro oder sowas, also über 700 Euro. Man muss natürlich sagen, dass da auch diese eine Spange mit drin war, dass die musste angefertigt werden. Eine Spange, die uns angedreht wurde. Ja. Also du trägst sie ja noch ab und zu über die Nacht. Ich trage sie gar nicht, ich habe sie einmal getragen und ich kann sie aber nicht tragen. Ich dachte, die haben so gefragt, so ja, wollt ihr sowas haben? Ich so, ja, ist das gut jetzt irgendwie für gegen das Knirschen? Ich so, ja klar, ist auf jeden Fall gut. Aber die haben nicht mal aufmerksam gemacht, dass so ein Ding einfach mal 300 Euro kostet. Meine Mama ist Kassenpatient und sie hat auch diese Knirschspange. Und sie hat für die Knirschspange, nennt man das so? Schiene, I don't know. Und sie hat dafür 100 Euro bezahlt, weil sie meinte auch, sie will keine und so. Und dann meinte er, ja doch, bla bla bla. Die ist aufgeschwatzt, weil sie trägt sie einfach auch nicht, weil sie damit nicht schlafen kann. Und dann meinte er, ja, das übernimmt eh die Krankenkasse, das kostet so 100 Euro. Und bei uns kassieren sie 300 Euro. Pro Person. Und das Gleiche ist bei der professionellen Zahnreinigung. Meine Mama bezahlt 85 Euro und weil diese Leistung nicht in ihrer Versicherung drin ist, muss sie das 100% selber bezahlen und das sind 85 Euro. Bei uns haben sie berechnet, ich glaube 150 Euro oder sowas. 150 Euro wieder pro Person, das ist ja fast das Doppelte. Die Frage ist, übernehmen wir, ist das vielleicht bei deiner Mutter so, dass sie jetzt diese 85 Euro zahlen musste und der Rest wurde von der Krankenkasse übernommen? Nein, sie muss 100% bezahlen. Okay. Liebe Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr selbst auch mal solche Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht könnt ihr uns da ja grundsätzlich einfach mal weiterhelfen. Wir werden jetzt sicherlich mal zum Zahnarzt gehen und das mal hinterfragen. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit aufgeschoben, aber letzten Endes, ich finde es einfach mega unfair. Ja, jetzt haben wir einen Besprechungstermin, jetzt stellen wir die zur Rede und jetzt gucken wir mal, was die sagt, die Olle. Oh, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ja gut, habe ich mir nur dran gehängt, sorry. Für euch beide. Habe ich euch die zweimal geschickt? Sorry. Da muss ich wohl einen zu viel im Tee gehabt haben. Was sie machen. Ja. Tee. Okay, bis Spättee. Gut, dass ihr nicht meine Knoblauch-Phrase riecht. Wir haben nämlich gerade gegessen. Boah, ciao, Tzatziki. Sehr lecker, aber wir sind ja jetzt raus. Wollen wir vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was uns passiert ist beim Zahnarzt? Also, wir waren jetzt gerade beim Zahnarzt drin. Und haben eine kleine Diskussion entfacht. Diese Knirschschiene, die wir haben, kostet original, Freunde, 450 Euro. Und ich finde, 450 Euro ist jetzt echt mal nicht wenig für etwas, was wir ja effektiv nicht unbedingt gebraucht haben. Du knirschst, ich knirsch ja nicht einmal. Und selbst dann. Also es muss ja halt... Es muss halt irgendwie kommuniziert werden, oder nicht? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Hat irgendjemand so eine Knirschschiene unter euch irgendwann mal angeschnackt bekommen, so wie es bei uns ist. Aber, Digga, bei 500 Euro, die ich immer plus machen würde fast, würde ich auch jedem eine Knirschschiene anpassen. Ja. Wenn man überlegt, wir alle, mein Papa, Mama, du, ich, nur unser Haushalt, haben die schon 2K gemacht. Ja, man muss natürlich auch sagen, da gehen noch Materialkosten drauf, trotzdem, da Laborkosten. So wie aber ich die wer weiß, wahrscheinlich gehört das Labor so wie auch zu denen. Ich einschätzen würde, wollte ich auch gerade sagen. Ist das irgend so eine Unterfirma oder die hat irgend so ein Commitment mit dem Labor? I don't know. Also dann sagte die Zahnärztin zu uns und sie versicherte uns, dass es keine Zahnzusatzleistung ist, sondern
eine zahnkonservierende, zahnerhaltende Maßnahme ist. Danke. Und daraufhin hast du unsere Versicherung kontaktiert und die hat dann was gesagt? Die sagt, das ist eine Zahnzusatzleistung. Und wir haben Selbstbeteiligung und müssen das jetzt selbst bezahlen, zum Teil. Aber der größte Teil, ich glaube 70% oder so. Jetzt haben wir zwei Seiten, die verschiedene Ansatzpunkte haben. Wir haben dummerweise das Geld schon überwiesen auf schnelle Welle und dann im Nachhinein erst nachgefragt und jetzt sind wir irgendwie zwischen den Stühlen. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie mit der Versicherung geregelt. Falls wir irgendeinen Experten in den Kommentaren unter den Zuschauern haben, schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Ich checke jetzt nochmal den Vertrag. Wir sind positiv. Ich hoffe, das klärt sich, weil ich habe keinen Bock, noch zusätzlich 300 Euro zu bezahlen. Ja, du auch. Dann bezahlen wir 600 Euro für eine Knieschiene. Die wir kaum benutzen. Leute, aber was wir damit auch sagen wollen ist, wenn ihr privat, vor allen Dingen privat versichert seid und dann irgendwann mal beim Zahnarzt oder sonst wo seid, fragt immer nach, ob diese Kosten auch von der Versicherung gedeckt werden. Du musst einfach deine Krankenkasse fragen, dir einen Kostenvoranschlag holen. Und ja, wir wurden eigentlich auch gar nicht gefragt. Es gibt ja auch verschiedene Materialien, dies, das, Ananas. Bei uns wurde einfach das Teuerste, was geht. Darf man das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal was Lustiges, lachen wir eine Runde. Und ich habe mir überlegt, dass der Chang die Bottle Cap Challenge macht. Genau, wir gehen jetzt in den Garten, werden einen Spot aussuchen und dann machen wir diese Bottle Cap Challenge. Oder ich probiere es mal aus, schön mit Drehung. Ihr kennt das, ne? Diese Flasche hier, wir haben hier so eine ganz normale Flasche schon vorbereitet und diese Cap muss ich mit so einem sonst was Sidekick. Ich würde sie auch sehr gerne machen, aber dadurch, dass ich hier echt nicht beweglich gerade bin, lasse ich das sein. Ich werde filmen. Du könntest aber versuchen mit deinem Bauch. Du drehst dich so rum und machst mit dem Bauch, musst du das Ding so öffnen. Aber dazu muss ich mich erstmal fett anziehen, denn es ist richtig kalt draußen. Und ich weiß jetzt schon, ich werde frieren. Ich weiß nicht, wie kalt ist es gerade. In Hamburg vor 4-5 Tagen hatten wir 34 Grad. Tschüss. Und jetzt haben wir 20 oder nicht einmal 20. Deswegen. Ja, Skiklamotten an und raus in den Garten. So, das wird der Platz sein. Gucken wir mal. Baue ich hier schon mal die Slow-Mo-Cam auf. Fertig. Let's go. Action. Guck mal, das ist eine Glasflasche. Nicht, dass du das gegen das Objektiv gleich ballerst. Nein, ich krieg das ja, wenn dann in die Richtung. Mhm. Dann hier gegen. Pack, pack, pack. Ja, genau. So sieht's aus. Ich habe so viele Jackie Chan Filme gesehen, ich krieg das hin. Musst du das festhalten jetzt von hier? Ja, schon, ne? Gucken wir mal, wie viele Versuche du brauchen wirst. Freunde, ihr könnt ja jetzt sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie viele Versuche dieser Asiate braucht. Ich bin Asiate. Asian Level 9000. It's gonna take me half a try. Ja, das ist viel zu leicht. Das sah auch nicht so cool aus. Ich muss erstmal, weißt du, ich hab ein bisschen Schiss, dass ich dir die Hand wegkicke. Entschuldigung. Alles gut? Scheiße! Kaputt? Ich hab so einen leichten Drehwurm gerade am Start. Das war doch gar nicht so schlecht. Lass mal gucken. Oh, hat das überhaupt aufgenommen? Alter, nach 385.000 Mal! Das gibt es nicht, ey. Scheiße. Das sind Schmerzen. Gott, wie lustig. Steh. Wie so ein richtig besoffener, ey. So richtig mit Schwanz voraus. Oh Gott, ich kann nicht mehr, ich heule. Scheiße. So, Chingwang Missberger hat 250 Versuche gebraucht. Ja, aber wir haben mehrere Dinger, die man benutzen könnte. Der letzte war aber der geilste, sehr lustig. Habe ich übrigens gerade wieder nicht aufgenommen, diesmal mit der. Aber echt? Ja, egal. Laxomanian, wirklich. Kniescheibe tut weh, meine Hüfte tut rechts weh. Ich bin gespannt, aber wen du nominierst. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wen der Chingling nominieren soll. Wenn ihr selber Bock auf diese Challenge habt, ist halt wirklich challenging, weil so einfach ist es nämlich tatsächlich gar nicht, wenn es gut aussehen soll. Versucht es einfach selbst, ihr habt es gesehen, ganz easy, einfach nur mit dem Handy aufgenommen. Und Chingling markieren auf Insta. Ihr könnt, ja,
markiert, wen auch immer. Vor allen Dingen die Leute, die das dann auch nachmachen sollen. Das ist lustig, Mann. Alles klar. Zuschauer, ich will euch sehen. Friends in the Pan. So, liebe Leute, war wieder ein super, sau anstrengender Tag. Und wie ihr seht, ne, Dach steht immer noch. Sieht verdammt gut aus. Hier das Loch. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt damit genau machen. Yeah. Am besten Sorry, Mama nicht zeigen. Das Schöne ist, Mama guckt ja auch keines unserer Videos. Nein, gar nicht. Liebe Leute, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, dann stay wie immer positive. Ach nee, erstmal abonnieren. Alter, ich bin richtig am Arsch. Abonniert, hinterlasst dem Video ein Däumchen und wir sehen uns das nächste Mal.